Heute beschäftigen wir uns mal wieder mit dem Thema Sicherheit und schauen uns dabei die Outdoor-Überwachungskamera von Netatmo namens Presence an. Herzlich willkommen bei Tink, mein Name ist Kamal und wie gerade schon kurz angekündigt, steht bei diesem Video alles im Zeichen der Sicherheit zu Hause. Genau für diesen Zweck wurde die Netatmo Presence entwickelt, die zwar schon seit einer Weile auf dem Markt ist, die nun aber vor allem ein spannendes neues Feature mit sich bringt, die Speicherung eurer Videos über Apples HomeKit Secure Video. Dazu aber gleich noch etwas mehr. Für alle, die Netatmo Presence noch gar nicht kennen, möchten wir euch zunächst einmal die wichtigsten Merkmale der smarten Außenkamera vorstellen. Die für den Außeneinsatz konzipierte Netatmo Presence ist mit einem vollständig wetterfesten und robusten Aluminiumgehäuse ausgestattet. Dank des IP66-Zertifikats machen ihr Regen, Schnee, Feuchtigkeit, Staub, Schmutz und Temperaturen zwischen minus 20 bis 50 Grad absolut nichts aus. Sie verfügt über einen 4-Megapixel-Videosensor mit einer 1080p-Auflösung und einem 100-Grad-Sichtfeld. Dank Infrarot-Nachtsicht sind dabei auch ohne Licht gute Aufnahmen möglich. Neben dem integrierten Videosensor verfügt die Netatmo Presence über ein integriertes, dimmbares 12-Watt-Flutlicht, welches einerseits manuell per App aktiviert werden kann. Zusätzlich lässt es sich auch so einstellen, dass es sich ganz automatisch einschaltet, sobald eine Person, ein Auto oder ein Tier von dem Videosensor erfasst wird. Die Reichweite der Bewegungserkennung beträgt dabei im Hellen einen 20-Meter-Radius, in der Nacht sind es noch 15 Meter. Spannend dabei, die smarte Außenkamera kann Personen, Tiere und Fahrzeuge voneinander unterscheiden und so noch genauer Warnmeldungen versenden bzw. Fehlalarme vermeiden. Das integrierte Licht kann dabei so dann entweder als Beleuchtung für den Weg zur Haustür oder als Abschreckung für ungebetene Gäste genutzt werden. Und wo wir schon beim Thema Licht sind, die Netatmo Presence wird genauso wie eine Außenleuchte installiert und erhält auch genauso ihren Strom. Ist auch relativ einfach, kann man also selbst machen. Bisschen Zeit sollte man sich dafür mitnehmen. Die aufgezeichneten Videos werden direkt lokal auf einer Micro-SD-Karte gespeichert. Darüber hinaus habt ihr die Möglichkeit, die Videos auch in eurer persönlichen Dropbox oder eurem eigenen FTP-Server zu speichern. Smart ist die Netatmo Presence aber nicht nur, weil sie sich per App vom Smartphone und Tablet oder per Web-App auch vom Computer aus steuern lässt, sondern weil sie auch zahlreiche intelligente Funktionen besitzt. So lassen sich beispielsweise verschiedene Alarmzonen über die App einrichten. Nur wenn in diesen ausgewählten Bereichen dann eine Bewegung erkannt wird, erhaltet ihr eine Benachrichtigung auf euer Smartphone, mit dem ihr dann direkt live ins Geschehen eingreifen könnt. Und selbstverständlich lassen sich auch aufgezeichnete Videos im Nachgang über die App anschauen und speichern. Dank der Zeitrafferfunktion könnt ihr schnell die Aufnahme eines gesamten Tages sichten. Der Zugriff auf eure Videos erfolgt dabei natürlich über eine sicher verschlüsselte Verbindung. Neben der Steuerung per App könnt ihr auch eure Stimme zur Steuerung der Kamera nutzen. So könnt ihr euch dann mit einem einfachen Sprachbefehl zum Beispiel direkt die Videoübertragung anzeigen lassen oder das Licht einschalten. Möglich ist dies sowohl per Amazons Alexa, dem Google Assistant und natürlich bei Einbindung über Apple HomeKit auch per Siri. Und damit wären wir auch bei dem eingangs angekündigten neuen Feature der Netatmo Presence, denn sie zählt zu einer der ersten Sicherheitskameras, die mit der neuen HomeKit-Funktion namens Secure Video kompatibel ist. Mit diesem neuen Service ist es möglich, zusätzliche Funktionen von Sicherheitskameras, wie etwa das Speichern aufgezeichneter Videos in der Cloud, ohne kostenpflichtiges Abo zu nutzen. Vorausgesetzt natürlich, die Sicherheitskamera unterstützt das, so wie es bei der Netatmo Presence der Fall ist. Wer Apple-Geräte und HomeKit nutzt, um seine Smart-Home-Geräte zu steuern und miteinander zu vernetzen, kann so nun zumindest kostenlos Clips der Netatmo Presence, also kurze Videos, die bei Bewegungserkennungen erstellt wurden, in seiner eigenen iCloud zu speichern, und zwar ganz ohne kostenpflichtiges Abo eben. Wer längere Videos in der Cloud speichern möchte, benötigt dafür dann auch mehr Speicherplatz und damit einen größeren und auch kostenpflichtigen iCloud-Plan. Da geht's los ab 99 Cent im Monat für 50 GB. Für 2,99 im Monat gibt es dann 200 GB und 9,99 €, das ist der teuerste Plan, da gibt es 2 Terabyte Speicherplatz im Monat. Gerade für diejenigen, die mehrere Kameras im Einsatz haben und die nicht nur auf Clips, sondern auf die ganzen Videos, also die gesamte Länge zugreifen wollen, sind diese kostenpflichtigen Pläne dann sinnvoll. Natürlich könnt ihr aber auch, wie schon erwähnt, die Videos eurer Kamera immer lokal auf der im Gerät eingesteckten Micro-SD-Karte speichern. Die Funktion, die Videos auch auf Apples iCloud zu speichern, ist somit also nur eine weitere, aber dennoch sehr praktische zusätzliche Möglichkeit. Die Netatmo Presence ist somit eine spannende Lösung für all diejenigen, die auf möglichst einfache Art ihr Zuhause immer im Blick haben wollen. Dies hat sie zum einen der bequemen Steuerung per App, Web-App und Sprachbefehlen zu verdanken,
aber auch die Integration über Apple HomeKit und neuerdings auch HomeKit Video Secure, die vielfältigen Möglichkeiten, aufgezeichnete Clips und Videos zu speichern, die relativ einfache Installation und das insgesamt sehr hochwertig wirkende Erscheinungsbild machen die NetAtmo Presence zu einer sehr interessanten, smarten Sicherheitskamera für den Außenbereich. Falls ihr noch weitere Fragen zu der Kamera oder Apples HomeKit Video Secure habt, schreibt sie uns unten in die Kommentare oder schaut auf unserem Blog vorbei. Natürlich könnt ihr die NetAtmo Presence auch bei uns im Shop auf tink.de kaufen, wo ihr noch mehr Informationen zu dem Gerät finden könnt. Bevor ihr es vergesst, abonniert noch schnell unseren Kanal, um immer auf dem Laufenden im Bereich des Smart Homes zu bleiben. Damit verabschieden wir uns, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.